wollte Alicia interviewen, weil mich interessiert hat, wie sieht das Dating heutzutage aus zwischen 20 und 30? Warum ist sie zum Beispiel, was ich gehört hatte, gegen Online-Dating? Wie sieht sie das mit Polarität? Würde sie den ersten Schritt machen? Ja, findet sie das gut, wenn Mann ihr die Tür aufhält? Wie sieht das aus ihrer Sicht, in ihrer Generation mit Commitment oder monogame Beziehungen? Und ja, war einfach neugierig, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir ja sehr ähnliche Sichtweisen haben auf das ganze Thema. Nur, ja, was soll ich mal sagen, eine Generation zurück. Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Diesmal wieder über Grund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Meine Arbeit findest du ansonsten auf liebeship.de. Ja, und heute ein Schmankerl, ein Interview mit der wunderbaren Alicia Joe. Falls sie tatsächlich jemand noch nicht kennen sollte, hier mal ein kurzer Einblick in ihre Arbeit. Ja, Alicia Joe ist eine der größten Meinungsbloggerinnen in Deutschland. Sicherlich auch eine, die so nach meiner Wahrnehmung zumindest am schnellsten wächst, weil sie einfach unfassbar guten, recherchierten Content macht, aktuelle Themen aufnimmt. Genau, wir hatten ja auch zusammen gerade hier diese Johnny Depp Amber Heard Geschichte gemacht. Schaut da auch gern mal rein. Boah, schon 800.000, Wahnsinn. Aber mir ist sie halt auch aufgefallen, weil sie Themen macht und auch Sichtweisen dazu hat, die durchaus ähnliche Richtungen gehen, wie ich sie auch sehe, ob das jetzt das wirklich fantastische Gender-Video ist, was wirklich viral gegangen ist mit 1,4 Millionen Aufrufen, oder auch das OnlyFans-Video fand ich auch sehr stark. Ja, Alicia Joe ist aber auch eine gesuchte Stimme, wenn es um das Thema Feminismus geht, und sie hat da, finde ich, echt coole Ansichten, die gut auch zu den Themen meines Kanals passen und meine Ansichten, die ich über das Thema habe. Hören wir mal kurz rein. Das ist ein Video von Deep und Deutlich, ein Funkkanal. Ich sehe Feminismus als Chancengleichheit schaffen für Männer und Frauen. Ob es dann die Gleichstellung in jedem Element sein muss, ist nochmal eine andere Frage. Ich kritisiere eher diese Schönheitskorrekturen, gerade sowas wie zum Beispiel Gendern, weil ich oft das Gefühl habe, das ist halt so nicht von der Wurzel das Problem gepackt. Ja, mir geht's sehr gut. Sehr gut. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an. Wie erlebst du denn so heutzutage Dating so in deinem Lebensjahrzehnt? Was machst du da so für Erfahrungen? Ja, also ich bin ja jetzt Mitte 20. Ich bin nicht ganz die ganz junge Generation, aber schon so, ja, etwas jünger. Ich muss sagen, ich erlebe so zwei Extreme irgendwie, also so in meinem Bekanntenkreis und auch was ich so auf Social Media mitbekomme. Also einmal noch dieses ganz klassische, ja, wir sind irgendwie in der Schule schon zusammengekommen oder kurz danach, sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen, bald kommt wahrscheinlich die Hochzeit und die Kinder. Also dieser klassische Weg existiert auch noch, aber es ist auch ganz viel, habe ich das Gefühl, Leute, die ja nicht Dauersingle sind, aber ja, viel Single sind, aber auch gerne irgendwie Single sind, zumindest das auch sagen und sagen, sie konzentrieren sich erst auf ihr Business oder erst auf ihre Uni und dann vielleicht so ab und zu mal in so Situationships ja, das ist hoppen, auch so ein neues also Wort. So. Ja, genau. Genau, ja. Ja. Oder ja, und wo dann auch teilweise dann trotzdem so ein bisschen Drama ist. Also das gibt es schon so auch in meinem Bekanntenkreis. Aber ja, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall zwei Extreme. Okay, aber es gibt auch immer noch viele, die wirklich zusammenkommen, vielleicht in einer, weiß ich nicht, Richtung Abitur oder so oder kurz vor 20 und bleiben dann auch länger zusammen. Also das erlebst du auch schon. Ja, würde ich schon sagen, also so in meiner Generation noch, aber wie gesagt, Mitte 20, ich habe das Gefühl, aber da kenne ich jetzt nicht so viele, aber diese Generation auf TikTok, ich habe da in den letzten Tagen auch ein bisschen viel rumgehangen und mir das auch mal da angeguckt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es da noch mehr so ist. Also ich sehe da dauernd Videos von irgendwelchen Mädels, die sagen, sie sind 21 und hatten noch nie einen Freund und ob mit ihnen was falsch ist. Und dann wird da auch so halb psychologisch mit irgendwie Tipps rum sich geschmissen, teilweise also auch spirituell. Mal, wo man sagen würde, ja, okay, das macht Sinn. Mal, wo man so denkt, so, ja. Komisch teilweise. Wo du gerade spirituell sagst, ist das auch ein Bereich, der dich so interessiert irgendwie so im Leben oder im Job oder im Dating? Interessiert auf jeden Fall.
Aber also ich würde sagen, so dieses praktische, spirituelle. Ja. Also ich bin so, also ich mache schon so zum Beispiel, ich bin eine Person, ich schreibe morgens mir 5 Dinge auf, für die ich dankbar Mega. bin. Ich versuche so Tagebuch zu führen, teilweise auch so Affirmationen mir zu schreiben und sowas, also wo auch so ein bisschen Psychologie mit drin ist. Ich bin so ein bisschen skeptisch bei allem, was so Sternzeichen angeht, wo dann irgendwie Ja. vorgeschrieben ist, wie der Charakter sein soll anhand des Geburtsdatums und sowas. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Ich Aber alles, was so meine, mit Psychologie zu tun hat. ich hätte mal irgendwo, weiß nicht, Ja. ob das stimmt, irgendwo gelesen, dass du auch offensichtlich erfolgreich versucht hast, dir die 100.000 Follower zu manifestieren. Stimmt das Ja, tatsächlich. Also das ist schon so. Also manifestiert habe ich mir die jetzt nicht. Ich glaube, ich habe auch dafür gearbeitet. Wer weiß. Ja, stimmt, das Ja, auch, aber ja. also ich arbeite schon sehr gerne mit Zielen. Also so Visualisierung generell ab und zu mal aufschreiben. Also manche machen das ja so am Anfang des Jahres. Ist auch Ja. eine gute Idee, aufzuschreiben, was man eigentlich so erreichen will, in welcher Hinsicht und da irgendwie dann auch dran zu arbeiten, aber auch dran zu glauben gleichzeitig. Also ich bin schon Ja. fest überzeugt, dass man auch dran glauben muss, Ja, das glaube ich auch. dass es Also von selbst funktioniert. kommt das nicht, ne? Da bin ich auch überzeugt, ja. Ja. Wie siehst du denn so Online-Dating? Ist das irgendwas, was für dich eine Rolle spielt oder in deinem Umfeld eine Rolle spielt? So, lehnst du das total ab oder genau? Ja, also ich hab's so früher auch mal so ein bisschen in diese Apps reingeschaut. Genauso wie so mein Freundeskreis auch, gerade als das so aufkam. Also wir sind ja so die Generation, wo das gerade so populär wurde, Ja. Tinder, wo man das dann irgendwann das erste Mal gehört hat. Ich habe aber auch das Gefühl, dass da jetzt viele auch schon wieder so auf dem Anti-Trip sind Ach, und auch spannend. sagen, ja, das Okay. macht wenig Sinn. Also ich kenne schon ein paar, die da auch drüber irgendwie Partner kennengelernt haben, aber auch viele, die jetzt so irgendwie sagen, ja, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Dauernd schreibt man da mit irgendwelchen Leuten und dann kommt doch nichts zustande. Und ich persönlich nutze es halt auch nicht mehr, weil ich so ein bisschen dadurch, dass ich bekannter bin, Das kann ich das mir auf eine Art und vorstellen. Weise auch irgendwie unangenehm finde. Ja. Also ich weiß nicht, dann weiß man ja gar nicht so, was so die Intentionen der Menschen sind. Ja. Und also ich treffe schon Leute lieber gerne so im echten Leben das erste Mal, weil ich auch diese Wirkung viel wichtiger finde als so Ja. Fotos. Ist schon was ganz anderes, ja. Und du hast auch das Gefühl, es gibt noch genug Gelegenheiten, wo du live Leute treffen kannst. Also du hast nicht das Gefühl, du müsstest unbedingt Ja. online daten oder. Tatsächlich ist das durch Corona natürlich Ja. schwierig geworden. Also da würde ich schon sagen, da gab es einen sehr krassen Schnitt. Mir persönlich ist es immer so relativ egal gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht in einer Beziehung und auch komme super damit klar, weil ich halt irgendwie für mich eh so gerade mich sehr auf mein Business konzentriere. Vielleicht würdest du jetzt sagen, das ist ein bisschen bindungsängstlich, aber Nee, was? Nice, ich bin geiles Leben, schon, ja, genau. Ich sage versuche erstmal so in ich der immer. Hinsicht so ein bisschen voranzukommen. Aber es ist schon so, also ich kann schon verstehen, dass viele so ins Online-Dating gehen, gerade weil irgendwie vielleicht die Möglichkeiten ja nicht mehr so groß da sind, weil man auch vielleicht nicht mehr so extrem in Kontakt kommt mit Fremden, wie es früher mal war. Also dieses typische irgendwie im Zug sich mit dem Sitznachbarn zu unterhalten oder so, das ist ja heutzutage schon irgendwie merkwürdig. Also in meiner Generation, also gibt es dann Leute, die dann so, also ich habe schon erzählt bekommen, so, ja, ich saß im Zug die ganze Zeit neben einem, der mich voll gelabert hat. Dabei wollte ich einfach nur meine Musik hören und ich habe das Gefühl, das wollen viele und Ja. dadurch ist es so, sozialer Kontakt in so öffentlichen Räumen findet sehr wenig statt, nur noch, ja. Ja, das ist echt durch Corona viel schlimmer geworden, ne? Dass dieses direkt so, Ja. ja, das finde ich auch. Bist du denn angesprochen, so im an der Käsetheke, sage ich mal so, der Klassiker? Von Fans oder von Ja, Männern? Das ja, ist jetzt. Männern, ja, von Fans wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ne? Ja. Von Fans auch wenig, aber von, ich muss sagen, von Männern auch kaum. Nee. Also, wo das eher passiert, ist, glaube ich, wenn man unterwegs ist abends und dann was getrunken hat, weil dann wahrscheinlich bei vielen auch einfach Ja. die Hemmschwelle sinkt. Ich habe es schon teilweise, als ich noch in Großstädten gewohnt habe, also als ich in Stuttgart gewohnt habe, war es etwas häufiger. Ich glaube, da ist auch diese Pick-up-Szene sehr extrem Okay. vertreten. Das war dann aber auch immer so eher so diese unangenehme Ja, Art, angesprochen verstehe. zu werden. Also ja, so ein bisschen, also wirklich mit so typischen Anmachsprüchen teilweise. Ja, das Ja, finde ich auch aber nicht so eher gut. weniger. Ja.
Okay, wie siehst du denn, ich glaube, du vertrittst ja auch so einen modernen Feminismus oder überhaupt Feminismus. Hast du das Gefühl, hat eine gute Wirkung auf Dating oder eher so eine Wirkung, dass man noch mehr, oh, ich traue mich gar nicht, eine Frau anzusprechen und schon Angst, dass es irgendwie Probleme gibt oder wie siehst du das? Ja. Ich glaube, so beides ein bisschen. Also vielleicht etwas mehr negativ als positiv. Also was positiv ist, habe ich das Gefühl, ist in meiner Generation, dass diese Rollenbilder nicht mehr so ganz extrem sind. Also gerade jetzt, wenn es um Männer und Frauen geht, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird, dass eben Männer auch mal ihre feminine Energie rauslassen können und andersrum. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es auch gerade zum Beispiel mit dem Ansprechen vielleicht ein bisschen das Ganze schwierig macht. Weil ich habe zum Beispiel zuletzt zum Thema Fitnessblogger und so recherchiert und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo es dann irgendwie mit Belästigung gleichgesetzt wurde, wenn man im Fitnessstudio als Frau von einem Mann angesprochen wird. Und das sind halt, glaube ich, so Sachen, die nicht gerade förderlich dafür sind, dass irgendwie Männer und Frauen so viel in der Öffentlichkeit in Kontakt kommen. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Krass, ne? Ich höre das auch von vielen Männern, die sagen, boah, hier bei uns beim Arbeitsplatz, ich würde nie eine Frau im Aufzug ansprechen, da ja schon das Human Resources Abteilung am Hals irgendwie und ja, finde ich, und wenn ein Fitnessstudio schon nicht mehr geht, dann fragt man sich ja echt, wo soll man, das ist krass. Keine Ahnung, ich war zuletzt in einer TV-Sendung, in einer Talkshow und dann war es ganz großes Problem, dass keine Frau da war, die mich verkabeln konnte und ich habe gesagt, das kann auch ein Mann machen, das ist mir so egal. Echt? Dann haben die gesagt, aber das ist ja den Männern nicht egal, weil die haben ja Angst, dass irgendwie was passieren könnte und deswegen machen wir das schon, dass wir das Frauen machen lassen bei Frauen und Männern bei Männern. Ach, du. Wo ich auch gedacht habe, so, ja. Es wird immer verrückter, ey. Ja, es ist echt eine verrückte Welt geworden, meine Güte. Aber was denkst du denn so über das Thema männlich-weiblich Polarität? Findest du es gut, wenn dir ein Mann die Tür aufhält oder einen Mantel hilft oder genau? Mhm. Oder würdest du sagen, es gibt noch diese Rollen, die du auch genießt, so? Ja. Würde ich schon sagen, also für mich persönlich ist das schon noch relevant. Ich würde es noch nicht mal mit so ganz klassischen Sachen wie Tür aufhalten und so assoziieren, sondern einfach auch von der Energie her, dass einfach mal irgendwie ich nicht der Macher sein muss. Ja, verstehe. Und einfach jemand mal Entscheidungen trifft, weil also ich habe gerade das Gefühl, heutzutage, wo sehr viele Frauen sehr auch erfolgreich in ihrem Beruf sind, dass das so ein bisschen zu kurz kommt, dass man auch mal sich zurücklehnen kann. Du verstehst wahrscheinlich, absolut. Deine Zuschauer verstehen wahrscheinlich auch, was ich meine. Wenn ich das jetzt auf meinem Kanal erzählen würde, würden die Leute wahrscheinlich denken, hä? Aber, ich glaube, das verstehen die. Ich gucke ja deine Videos auch und ich verstehe schon das Konzept. Also ich verstehe auch, du nennst ja immer männlich-weibliche Polarität, aber bist ja auch mit diesen Begriffen so ein bisschen unsicher. Weil natürlich, gerade in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und so, das natürlich da schwierig, ja. dann nicht unbedingt männlich-weiblich ist, ja genau. Aber ich verstehe natürlich dieses, dass es eben einen gibt, der so ein bisschen, ja, nicht Verantwortung übernimmt, aber so ein bisschen der Macher ist und der andere, der sich so ein bisschen zurücklehnt. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Ja, ich glaube, in der homosexuellen Beziehung haben die teilweise ihre eigenen Begriffe dafür. Ich fühle mich da noch nicht immer, da tatsächlich nicht so ganz sattelfest, ob die Begriffe jetzt auch richtig sind, aber die haben ja auch aktiv, passiv, manchmal und solche Sachen, ne? Das finde ich auch echt spannend, ja. Würdest du denn sagen, dass es, das sagt man ja manchmal so, dass es Männer abschreckt, dass du so erfolgreich bist, so in irgendeiner Weise? Gute Frage. Ich habe es mich schon mal gefragt, also es kann durchaus sein. Wenn, dann wird es mir ja nicht gesagt. Ne? Nee, das stimmt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es manche so ein bisschen im Ego kratzt. Ja. Also so, ja, einfach irgendwie, ja, jemanden dazu haben, der irgendwie sehr, sehr selbstständig ist und auch gerade irgendwie erfolgreich. Gerade, ja, aber kann ich nicht 100% sagen. Also mir hat es noch nie jemand ins Gesicht gesagt. Würdest du denn einen Mann ansprechen, der dir gefällt? Oder sagst du, nee, das muss der Mann machen, so? Eher weniger, aber ich würde schon, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man jetzt mal unterwegs ist oder so in einer Bar und dann einfach so
vielleicht nicht direkt sagt, hey, du gefällst mir, aber irgendwie, wenn man an der Bar steht und dann sagt so, hast du schon bestellt? So dieses typische, so sich so ein bisschen zumindest ansprechbar anbieten. Ja, genau, ansprechbar machen. Ja. Weil ich glaube auch, dass es heutzutage eben Männern noch schwerer fällt, Frauen überhaupt anzusprechen. Gerade wenn man dann nicht irgendwie so dieses super einladende, den super einladenden Blick hat, den habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich habe eher so ein Gesicht, wenn ich normal rumstehe, das wahrscheinlich auch eher so ein bisschen, es gibt ja diesen Begriff Resting Bitch Face, also dieses, dass man so ein bisschen arrogant guckt. Hast du schon mal gehört? Ja, das ist so ein ganzes Meme-Genre. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber die dementsprechend, ja, also so sehr ernsthaft. Ja. Dementsprechend würde ich schon sagen, ja, aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht so sehr offensiv jemanden ansprechen, weil ich glaube, das wäre auch nicht die Art Partner unbedingt, die ich dann später in der Beziehung wollen würde, die halt wirklich null von sich offensiv ist. Ja, nee, da kommt auch nur so Toxi-Toxi raus, ist so meine Erfahrung, ja. Mhm. Hat sich denn eigentlich dein Freundeskreis, gab es da irgendwie Probleme jetzt zu dem Zeitpunkt, als du mehr Erfolg hattest, dass sich das irgendwie auseinanderentwickelt hat oder konntest du da so drin bleiben? Weil das erleben, glaube ich, viele bei mir, die so Persönlichkeitsentwicklung machen, dass es da irgendwie kracht und knarzt. So. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie bei irgendwem krass krachend auseinandergegangen ist. Mit manchen hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, das schon. Aber ich habe das immer noch ganz gut getrennt. Also irgendwie dann trotzdem noch so privat die Leute da. Ich weiß aber teilweise, dass gerade was mein Medienbusiness angeht, dass die das teilweise nicht verstehen. Aber ich versuche das auch gar nicht da irgendwie mit reinzubringen in das meinen Freundeskreis. Ich. Also ja, okay, du kennst es wahrscheinlich, aber dieses, ich habe halt teilweise so Probleme. Genau, ja. Ja, genau. Die halt irgendwie dann auch nur die Leute aus meiner Branche verstehen. Ja. Oder halt, wenn man selbstständig ist und selbstständig arbeitet, sind dann halt irgendwie so ganz andere Welten. Aber ja, ich glaube, wenn man das trennen kann, dann kann man teilweise auch noch mit den Leuten befreundet bleiben und mit denen, wo es nicht passt, läuft es so ein bisschen auseinander, ja. Ja, verstehe. Würdest du denn sagen, durch deinen Erfolg hast du neue Möglichkeiten so auf dem Datingmarkt oder machst dich sogar vorsichtiger? Also Online-Dating hast du eben schon gesagt, dass du es jetzt nicht mehr unbedingt machen würdest. So. Ja, ich würde eher sagen, es macht mich vorsichtiger und es ist schwieriger. Irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sogar für Männer einfacher ist, weil gerade in dieser Branche, also ich kenne auch so ein paar, die halt so Gigolos, würde man wahrscheinlich sagen, wenn man was älter ist, sind, die das halt sehr gut für sich nutzen können, diesen Fame, weil das auch eben was ist, was Frauen oft sehr anziehend finden, ne? Dieses viel Follower haben und bekannt sein und einmal dann mit dem reden. Und ich glaube, dass es für mich als Frau eher schwieriger ist. Vielleicht ist es auch nur ein Glaubenssatz, aber ja, es macht mich vielleicht noch ein bisschen unnahbarer für manche, ja. Ja, ich glaube, ich verstehe das mit den Männern. Ich glaube, je länger man da so ist, umso mehr wird man, glaube ich, auch als Mann vorsichtig tatsächlich, weil ja, man ist ja nicht so wie das Bild, was Menschen haben von einem, ne? Man ist ja privat anders so, ne? Und das ist halt auch ein krasser Faktor. Ja, also dass man, also man hofft eigentlich, dass man Leute trifft, die einen nicht von online kennen, weil ja, das ganz andere Erwartungen teilweise sind, wenn man dann irgendwie, wenn die Person mich schon quasi kennt und ich die Person halt nicht kenne, das ist schon merkwürdig, ja. Ja, ist komisch, ne? Wenn man, ich habe das auch, also ich genieße das sehr, wenn ich mir auf einer Lesung gucke, wenn da Menschen auf einen zukommen, die gucken einen an, als wenn sie einen super kennen. Klar, die kennen dann ja auch, weil die x-tausend Videos geguckt haben, aber man selber ist natürlich immer so, ah ja, okay, kenn ich nicht, aber okay. Ja, das ist ein lustiger Moment immer so, finde ich, ja. Ja. Wie siehst du das denn? Ich habe immer den Eindruck, dass so in den jüngeren Generationen so die monogame Beziehung so ein bisschen ausstirbt oder mehr so offene Modelle hochkommen und du sagst es eben auch schon Situationship. Wie siehst du das so? Ja, ich sehe das auch so ein bisschen. Auch da wieder so die beiden Extreme. Ich sehe aber auch viel mehr, habe ich das Gefühl, Trennungen von Paaren.
Ich glaube, das ist ganz klischeehaft auch darauf zurückzuführen, dass Frauen heute so selbstständig sind und niemand mit niemandem zusammenbleiben muss, wenn es nicht mehr 100% passt. Und dadurch ist es halt auch so, dass, also früher hat man dann vielleicht bei Streitigkeiten gesagt, wir versuchen es nochmal, wir gucken, ob wir da vielleicht durchkommen, weil wir sind ja jetzt verheiratet und da war so eine Scheidung so die allerletzte Option. Dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass es heute so ein bisschen mehr fluktuiert, dass es schon noch Langzeitbeziehungen gibt, aber dass es auch da mich nicht wundert, wenn die irgendwie dann auf einmal nach 10 Jahren auseinanderbrechen, weil dann hat es doch irgendwie nicht mehr so gut gepasst, man hat sich nicht mehr so gut verstanden und dann will man vielleicht für den nächsten Lebensabschnitt das nochmal mit jemand anderem versuchen, ja. Ja, okay, ja, ich habe auch das Gefühl, dass es so, also das finde ich auch eine super Entwicklung, dass Frauen da immer, ja, mehr Kraft haben auch so und ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es einfach momentan viel mehr gemischt ist, vielleicht noch so, ne? Viele Menschen probieren mal was Neues aus und dann stellen sie vielleicht fest, okay, ist vielleicht doch anstrengend, vielleicht ist die monogame Beziehung, auch wenn sie vielleicht kurz dauert, vielleicht doch ganz gut irgendwie, ne? Und schafft ein bisschen mehr Ruhe irgendwie, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und wie erlebst du das so mit, wie soll ich mal sagen, Romantik, also heiraten und so, ist das noch in so in deiner Generation? Ne? Da würde ich auch sagen, teilweise, also für manche ist es schon noch so das feste Ziel, ja. Mhm. Also zumindest mal irgendwann zu heiraten. Es wird teilweise auch, ich habe das Gefühl, manchmal wird sogar romantisiert durch diese ganze Influencer-Szene. Ja, also weil da es eben noch so ein großes Ding ist. Happy Family, heiraten, Haus, Kinder. Aber natürlich gibt es auch ganz viele, die irgendwie sagen, ja, wieso soll ich jetzt heiraten? Das bringt mir jetzt nichts, außer vielleicht ein paar steuerliche Vorteile und es ist nur viel Arbeit, wenn es dann wieder auseinander geht. Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, was du eben sagtest, wie, also die jungen Menschen gucken ja auch ganz viel TikTok, wie das jetzt beeinflusst, weil da, das ist ja auch eine Social-Media-App, die so ganz anders funktioniert als die anderen, ne? Da bist du so in deiner Blase, bekommst auch Sachen präsentiert, die du dann vielleicht normal findest, die aber vielleicht gar nicht normal sind und ja, ist schon ein sehr krauser Mix. Ja, ist schon echt krass. Hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie so in der Streamer-Szene irgendwie so behaupten als weibliche Streamerin oder hast du das Gefühl, naja, das sind die alle cool und ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, da sind alle Leute eigentlich ganz cool. Also ich merke schon, dass beim Streamen auf Twitch mehr männliche Leute aktiv sind, als jetzt vielleicht auf meinem Hauptkanal auf YouTube. Mhm. Aber dadurch, dass ich da auch noch nicht so riesig bin, ist das wirklich eine sehr positive Welt aktuell noch. Also ich habe da ja irgendwie, keine Ahnung, im Stream so 300, 400 Zuschauer und das ist noch sehr gesetzt und kontrolliert, wohingegen ich bei YouTube mittlerweile also wirklich alles an Kommentaren bekomme von, also ganz schlimm, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Ich glaube, diese Community ist schon sehr offen. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem erfolgreich meistens da auch irgendwie die Männer sind, weil das halt irgendwie so eine männerdominierte Plattform auch ist. Aber Frauen sind da auch ganz gerne gesehen, ja, auch im Bereich Gaming und so, ja. Liest du dir die Kommentare überhaupt noch durch, so auf YouTube, oder lässt das alles so durchrauschen? Ja, ich habe so eine Strategie für mich entwickelt, am Anfang noch viel zu lesen und sobald ein Video dann so in die 100.000 geht, nicht mehr zu lesen. Das klingt wirklich auch so ein bisschen abgehoben, aber ich kann es mir teilweise wirklich nicht mehr geben, weil dann wird irgendwie jeder dritte Kommentar negativ und da kann ich mich dann auch nicht mehr mit auseinandersetzen. Ich weiß so, dass die ersten 500 oder 100 oder so Leute, die kommentieren, meistens sehr berechtigte Kritik kommentieren, wenn sie Kritik kommentieren und eben Positives auch. Und danach kommt oft dann entweder Sachen, die ich schon dann viel gehört habe oder wirklich so Bullshit, ja. Ja, da vielleicht mal zur Einordnung für die Zuschauer hier. Am Anfang kommentieren häufig genau die eigene Followerschaft und Alicia ist ja auch häufig in den Trends. Wenn du in den Trends bist, dann kommen halt massenweise Leute, die noch nie auf dem Kanal waren unter Umständen, die einfach gucken,
weil sie Trends gucken. Und je mehr Leute kommen, die noch nie auf deinem Kanal waren, umso mehr kriegt man komische Kommentare. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Ist echt verrückte Welt. Ja, super. Ja, vielen Dank, Alicia. Sehr schön, das mal zu hören. Gerne. Es war meine Ehre, dass du mein Gast warst. Ja, es war mir auch eine Ehre, dass du erstens mich hier eingeladen hast und zweitens auch mein Gast warst beim anderen Video. Ja, es hat total Spaß gemacht, war echt. Konnte ich auch gerne mal angucken. Wir hatten über den Johnny Depp Prozess was gemacht und ist schon close to 1 Million, das Video, genau. Ja, unglaublich. Auch alles den Mainstream klar. So ein bisschen aufklären. Genau. Ja, gut. Alles klar, vielen Dank, Alicia. Bis bald hoffentlich mal. Tschüss. Ja, danke dir. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall mal bei Alicias Kanal vorbei. Sehr empfehlenswert, wirklich super Videos. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.